Freitagmittag. Flugplatz Osnabrück-Atterheide. Um 12.15 Uhr ist hier ein Kleinflugzeug gestartet. Das Ziel des Piloten, Braunschweig. Schnee ist angesagt. Etwa auf halber Strecke verliert der Tower den Funkkontakt. Kurz nach 16 Uhr. In Hessisch-Oldendorf kommen Feuerwehr und Rettungsdienst zusammen. Es beginnt eine groß angelegte Suchaktion nach dem vermissten Flugzeug. Hier im Sündl-Höhenzug im Weserbergland wird die Maschine vermutet. Ein Polizeihubschrauber aus Hannover ist im Einsatz, sucht das Gebiet mit Hilfe einer Wärmebildkamera ab. Zwei Stunden später. Inzwischen ist es Abend. Polizeisprecher Jens Petersen hat seine Arbeit aufgenommen. Das Handy des Piloten ist eingeschaltet. Wir haben versucht, Kontakt zu bekommen. Allerdings geht er nicht an das Handy ran. Allerdings haben wir Ortungsversuche vorgenommen. Und die Ortungen haben ergeben, dass sich das Handy im östlichen Sündl-Bereich befindet. So grob Pözen, Wellihausen, Schweineberg. Das ist der Bereich, wo das Handy geortet wurde. Und dort konzentrieren sich auch derzeit die Suchmaßnahmen. Alle Feuerwehren der Umgebung wurden alarmiert. Mehr als 300 freiwillige Helfer sind an der Suche beteiligt. Sie durchkämmen das Sündl-Gebirge, sind tief in das Gelände eingedrungen. Der Einsatz ist nicht ungefährlich. Dieser Höhenzug ist bewaldet und sehr unzugänglich. Es gibt dort Felsspalten, Steinbrüche und ähnliche unzugängliche Bereiche. Wir haben jetzt Dunkelheit, wir haben Temperaturen um den Gefrierpunkt und wir versuchen natürlich alles, um das Flugzeug noch in den Abendstunden oder in den Nachtstunden zu finden. Doch gegen 23 Uhr setzt starker Schneefall ein. Die Suche wird kurz vor Mitternacht abgebrochen. Der nächste Morgen. Es ist Samstag. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig. Sie wird immer informiert, wenn in Deutschland ein Flugzeug verunglückt oder vermisst wird. Pressesprecher Germut Freitag macht sich ein Bild von der Lage. Zwei Untersucher der BFU sind bereits vor Ort. Das Flugzeug und der Pilot werden immer noch vermisst. Also grundsätzlich ist bei Flugunfällen das Medieninteresse sehr groß, weil es nicht alltäglich ist. Deshalb bin ich meistens mit vor Ort, sodass ich dann auch direkt auf die Presse mit der Presse sprechen kann und dann auch das Neueste, was wir herausfinden, erzählen kann. Etwa 250 Einsätze dieser Art hat die BFU jedes Jahr. Immer dann, wenn Passagiere, Pilot oder das Flugzeug deutscher Herkunft sind oder eine Maschine auf deutschem Boden verunglückt. Ich bin los Richtung Unfallort. Tschüss. Gut, tschüss. Seit Tagesanbruch kreist über dem Sündl-Gebirge wieder der Polizeihubschrauber. Bisher ohne Erfolg. Aus dem gesamten Landkreis Hameln-Pyrmont wurden jetzt alle Ortsfeuerwehren alarmiert. Es ist 9 Uhr. In der Einsatzzentrale im kleinen Dorf Unsen warten die Suchmannschaften auf ihr Kommando. Hinter verschlossenen Türen wird das Suchgebiet eingegrenzt. Noch immer ist die Handyortung der einzige Hinweis auf eine mögliche Fundstelle. Augenzeugen gibt es bisher nicht. Es ist kurz nach 10. Jetzt geht es los. Wieder beginnt die Suche mit knapp 300 Feuerwehrleuten. Das gesamte Gebiet wurde in Planquadrate aufgeteilt und soll nun systematisch abgesucht werden. Es ist schon ungewöhnlich, dass die Maschine noch nicht entdeckt wurde. Pressesprecher Germut Freitag von der BFU ist auf dem Weg nach Unsen. Inzwischen ist nur klar, der vermisste Pilot ist 78 Jahre alt und arbeitet seit vielen Jahren in Braunschweig als Fluglehrer. Ja, bisher wissen wir leider noch nicht sehr viel. Wir wissen, dass es eine Aquila ist, also das Sportflugzeug heißt Aquila. Das ist ein zweisitziges, kleines Sportflugzeug.
Das ist hier irgendwo in diesem Raum verunfallt, so vermutet man. Im Moment wird es noch gesucht. Wir von der BFU brauchen natürlich immer erstmal eine Unfallstelle, damit wir dann auch arbeiten können. Das heißt, im Moment warten die Kollegen in der Einsatzleitzentrale der Feuerwehr letztendlich auf ihren Einsatz. Und ich bin dahin gerade unterwegs. Mehr kann man im Moment noch nicht sagen und wir brauchen jetzt erstmal eine Übersicht und deshalb nehmen wir dort Verbindung auf. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung bekommt jedes Jahr etwa 2000 Meldungen. Die meisten dieser Störfälle entpuppen sich später als harmlos. 10% aber sind wirkliche Abstürze und dann meistens auch mit Todesopfern. Gerhard Freitag ist in Unzen eingetroffen. Am Unfallort hat die BFU dann das Sagen. Die Arbeit der Unfalluntersucher hat immer Vorrang. Polizei und Feuerwehr leisten Amtshilfe. Aber hier gibt es noch keine Unfallstelle. Keine Toten, keine Verletzten. Noch weiß man gar nichts. Die Feuerwehren sind an ihren Einsatzorten eingetroffen. Die Suche erstreckt sich über viele Quadratkilometer. Sollte das Flugzeug tatsächlich abgestürzt sein, ist es jetzt fast 24 Stunden her. Aber noch immer besteht auch die Hoffnung, den Piloten lebend zu finden. Annika, warte mal erstmal. Lass uns hier erstmal sammeln. Hier, stellt euch jetzt im Abstand von 30, 40 Metern in die Richtung. Blickkontakt immer zum Nachbarn. Und dann gehen wir dann geschlossen, wenn das Kommando kommt, gehen wir los. Zu Fuß durchkämmen die Feuerwehrleute das Gelände. Für die unwegsamen Gebiete wurden inzwischen Hunde angefordert. 12.10 Uhr. In Unsen ist die Rettungshundestaffel der Johanniter aus Südniedersachsen eingetroffen. An Bord 5 Hunde, die speziell auf die Suche nach lebenden Menschen trainiert sind. Einsatzbesprechung. Der Hundeführer. Wir müssen mal gleich gucken, wie wir da anfahren können, wie es überhaupt vor Ort aussieht. Also ich habe jetzt noch keine Karte auf Google Earth gesehen, dass man sich da einen Überblick verschaffen könnte. Es sieht sehr dicht aus, wenn man einfach mal das hier sieht. Ne? Müssen wir mal gucken, wie weit auch die B3 letztendlich entfernt ist. Das war da auch, ne? Dass wir dieses Suchgebiet hier erstmal suchen. Wir fahren erstmal vor Ort an. Also wir suchen so lange, wie die Möglichkeit natürlich besteht, dass der Pilot noch lebt. Und alles, was im Bereich von 72 Stunden ist, ist durchaus möglich. Deswegen gehen wir jetzt alles, um ihn zu finden. Unterstützt werden die Johanniter von den Hundestaffeln des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Technischen Hilfswerks und des Roten Kreuzes. Inzwischen sind 3 Hubschrauber im Einsatz und es gibt eine neue Spur. Spezialisten vom Landeskriminalamt haben eine neue Ortung des Handys aufgenommen. 14.50 Uhr. Die Feuerwehr ändert das Suchgebiet. Die Zeit drängt. Und diese Ortung sagt, dass wir hinter Hessisch-Oldendorf, hinterm Hohenstein, noch mal suchen sollten. Das ist also jetzt der letzte Stand der ganzen Dinge. Und naja, schauen wir mal. Und wir müssen uns beeilen. Ich habe das nur so gesagt, dass sie schnell fahren sollen. Es ist jetzt 3:10. Spätestens in einer Stunde wird es dunkel. Jetzt sind inzwischen 80 Einsatzkräfte der Hundestaffeln im Einsatz mit insgesamt 14 Hunden. Mit Hilfe von örtlichen Revierförstern und Jägern verschaffen sie sich einen Überblick über das schwierige Gelände. Und mit der Rettungshundestaffel, die jetzt hier gerade im Hintergrund sich formiert und zu sehen ist, soll versucht werden, in die Bereiche mit Hunden vorzudringen, die zu Fuß schwer zu erreichen sind aufgrund des dichten Bewuchses. Und dann muss man sehen, wie man dort weiter vorgeht. Die Hundestaffeln nehmen ihre Arbeit auf. Sie sind aus Göttingen, Hildesheim, Ronnenberg und Empelde angereist. 16 Uhr. So langsam setzt die Dämmerung ein. Mit dem letzten Licht suchen die Hubschrauber jeden Quadratmeter ab. Der Einsatzzentrale wurde gerade gemeldet, die Maschine sei offenbar gefunden worden. Eine Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht. Das wäre natürlich. Ja, bitte. Bis wir wieder zu Hause sind. Das ist korrekt. Ja, dann seid ihr die. Ja, ist er definitiv gefunden? Oder. Ah ja, gut.
Okay. Nee, nee, gut, okay. Ja. Dann holen wir die Hunde jetzt zurück, weil die Hunde da jetzt gerade rein sind und wollten so lange suchen, bis wir uns melden. Okay. Ja, okay. Ja, in Ordnung. Ja, gut. Dankeschön. Ja, tschüss. Also ist gefunden, kein Puls und so, ja. Spät. So viel. Ja. Ihr könnt abbrechen, Flieger ist gefunden. Bitte nochmal Info jetzt an die Bereitschaften auch nochmal. Für Sicherheit gefunden. Dass die da nicht mehr weitersuchen müssen, können einrücken, mit deinem Hund lassen. Ja, zumindest ganz kurz lassen wir jetzt. Gut. Ja. Dann braucht Herr Schulz hier auch nicht mehr herkommen. Ja. Sehr schnell ist traurige Gewissheit. Das Flugzeug ist abgestürzt. Der Pilot ist tot. Okay. Dankeschön. Tschüss. Pressesprecher Germut Freitag von der BFU macht sich direkt auf den Weg zur Unfallstelle. Zur Überraschung aller wurde die Maschine etwa 20 Kilometer südöstlich in der Nähe von Koppenbrücke entdeckt. Dort hatte keiner gesucht. Ja, es sieht so aus, also der Fundort sieht so aus, dass es vermutlich am Baum hängt oder in einem Baum hängt. Das muss ich mir jetzt erstmal selber anschauen. Im Moment ist das die Aussage von den ersten Findern, ist gefunden worden durch einen Spaziergänger und da müssen wir mal gucken, ob das auch so stimmt. Ob es denn wirklich in einem Baum hängt. Ich bin da jetzt auf dem Weg hin, um dort auch mit den Unfalluntersuchern zu koppeln, sodass die dann anfangen können mit ihrer Arbeit und dort letztendlich das Wrack untersuchen können. Fast 15 Stunden lang haben die Einsatzkräfte im falschen Gebiet gesucht. Nach Auskunft der Polizei konnte das Handy durch gewisse Störpeilungen in der hügeligen Landschaft nicht richtig geortet werden. Nur durch Zufall wurde das Wrack jetzt entdeckt. Germut Freitag ist als einer der Ersten am Unfallort. Guten Abend. Guten Tag, mein Name ist Germut Freitag, ich bin der Pressesprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Pressesprecher der Polizei Hameln. Hallo, guten Tag. Hallo. Gut, schön, dass wir uns treffen. Wissen Sie schon, wo das Wrack ist? Ja, das soll ein paar Kilometer hoch sein. Okay. Es kommt gleich ein Unimog, ein Geländefahrzeug, weil anders kommt man da nicht hin. Es ist also sehr unwegsam, das Gelände. Und dieser Unimog wird dann die Kräfte, die erforderlich sind, da oben hochfahren. Gut. Eure Mitarbeiter sind schon hier. Ja. Unsere Tatortgruppe, die die Todesermittlung führt, ist auch schon da. Ja. Und dann sehen wir weiter. Gut, ich koppel da mal mit den Kollegen vor Ort. Ja, genau, klar. Alles klar. Wir super. Sind hier hinter. Perfekt, Dankeschön. Alles klar. Untersuchungsführer ist in diesem Fall Stefan Maser. Der Einsatz der BFU dient der Flugsicherheit in Deutschland. Die Experten suchen bei jedem Absturz nach der Ursache, um mit den daraus erlangten Erkenntnissen künftige Unfälle zu vermeiden. Das ist ihr Auftrag. Etwa 5 Kilometer geht es jetzt immer bergauf, über Serpentinen bis zum sogenannten Idkopf. Auf dem Gipfel sind es dann noch einmal knappe 2 Kilometer über einen Wanderweg durch den dichten Wald bis zur Unfallstelle. Hier hat ein Jagdpächter das Wrack entdeckt. Er wurde durch Benzin und Brandgeruch auf das abgestürzte Flugzeug aufmerksam. Auch der zweite Untersucher der BFU ist bereits oben, Friedrich Kühne. Ich habe 2 Aufnahmen gemacht unten. Und Stefan ist jetzt noch mal dabei und guckt also auch noch mal. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass das Wrack gesichert wird. Dass es nicht abrutscht. Dass es nicht abrutscht. Es ist inzwischen 18 Uhr. Jetzt setzt sich der Schneefall ein. Durch den Wind droht das Wrack abzustürzen. Es liegt versteckt hinter einem Felsvorsprung, an einem Hang mit starkem Gefälle. Untersuchungsführer Stefan Maser hat sich dort bereits ein erstes Bild gemacht. Wir ermitteln, und das ist auch ganz wichtig, immer von Anfang an in alle Richtungen. Und wir dürfen auch eigentlich nichts ausschließen von Anfang an. Ja, wir müssen schauen, dass wir die Fakten sammeln und anhand der Fakten die Ursache ermitteln können. Das dauert immer seine Zeit. Und deswegen ist in so einer frühen Phase eigentlich generell nie eine jede Äußerung zur Unfallursache. Kann nur Spekulation sein. Der Pilot wurde inzwischen geborgen. Feuerwehr und technisches Hilfswerk werden das Flugzeug jetzt sichern. Morgen früh beginnen dann die Untersuchungsarbeiten, das Forschen nach der Absturzursache. Es ist Sonntag, 9 Uhr.
Aus Richtung Westen ist das Flugzeug hier über das kleine Dorf Bisperode direkt in den Berg geflogen. Gernot Freitag hat gestern noch erfahren, dass die Maschine zur Wartung in Osnabrück war. Warum der äußerst erfahrene Pilot hier die Kontrolle über sein Flugzeug verlor, das weiß zu diesem Zeitpunkt noch keiner. Fest steht nur, hier ist es durch die Bäume gebrochen und dann an dieser Felswand zerschellt. Stefan Maser und Friedrich Kühne stehen vor einem Rätsel. Und sie kannten den Piloten seit vielen Jahren persönlich. Einerseits bedeutet es das, was ich seit 30 Jahren mache, Flugunfalluntersuchung. Und andererseits ist es natürlich in jedem Fall eine Sache, die einen immer wieder tief beeindruckt, ganz grundsätzlich. Aber in diesem Fall ist es natürlich, weil man sich gekannt hat. Und das ist allerdings auch nicht das erste Mal für mich, dass ich einen Piloten, den ich unter diesen Umständen dann hier so sehe, sehen muss. Dann ist es natürlich ein bestimmtes Gefühl eben halt dabei, was sehr, sehr nahe geht. Die beiden Untersucher der BFU dokumentieren jetzt jede Kleinigkeit. Alle Informationen können später wichtig sein für die Ermittlung der Absturzursache. In der Mitte des Felsens ist der Aufprall sichtbar und die Maschine hat gebrannt. Vor allem das Leitwerk hinten ist stark verkohlt. So etwas kommt selten vor. Und das ist für einen Brand in einem Luftfahrzeug erstmal eine sehr ungewöhnliche Stelle. Wenn es dort brennt, dann üblicherweise im Motorraum, an den Tanks, im Cockpitbereich. Aber nur hinten ist relativ ungewöhnlich und das ist eine Spur, die wir jetzt maßgeblich verfolgen werden, neben allen anderen natürlich. Die Trümmerteile des Sportflugzeugs sind über den gesamten Hang verteilt. In den Bäumen hängen noch Teile der Tragflächen. Friedrich Kühne sucht im Wrack nach möglichen Beweisstücken. Dieses hier ist ein Teil aus dem Bordbuch des Flugzeugs, Dokumente, die man an Bord mitzuführen hat. In diesem Fall das Lufttüchtigkeitszeugnis. Etwas abseits, versteckt zwischen Erde und Schnee, entdecken die Untersucher dann die Instrumententafel. Dieses ist hier ein sogenanntes GPS mit einer hinterlegten Karte, ein sogenanntes Moving Map. Und möglicherweise können wir, wenn eine Store-Funktion darin ist, sehen, wie der Flugweg des Flugzeugs in der letzten Phase gewesen ist. Also das Instrumentenbrett ist verwunderlicherweise in einem relativ guten Zustand nach diesem sehr harten Einschlag. Und wir hoffen aus der Auswertung später im Labor in Braunschweig, dass wir Erkenntnisse noch gewinnen über die Geschwindigkeit des Flugzeugs, zum Beispiel, die es gehabt hat im Augenblick des Aufpralls. Der Höhenmesser ist auch noch intakt. Vielleicht gibt auch er aufgrund von Schlagmarken auf dem Instrumentenbrett auch noch die Höhe vor, die in dem Augenblick gerade das Flugzeug geflogen ist. Und das ist ein Teil eines Puzzles eben halt der Erkenntnisse, die wir hier gewinnen wollen an der Unfallstelle. Mit den späteren weiteren Untersuchungen im Labor ergibt dann vielleicht ein näheres Bild. Die Instrumententafel geht also auf alle Fälle mit nach Braunschweig. Welche weiteren Wrackteile dort überprüft werden sollen, legt Untersuchungsleiter Stefan Maser fest. THW und Feuerwehr sind für die Bergung der Trümmerteile zuständig. Unser besonderes Augenmerk im Augenblick liegt auf dem verbrannten Leitwerk. Mhm. Ja? Da müsste ich gleich mal mit gucken gehen, oder wir sollten gleich mal gucken gehen, ob wir das sinnvoll abtrennen können und möglichst schonend irgendwo hin transportieren. Da, wenn es transportabel für uns ist, mit dem VW-Bus, würden wir dieses Teil sogar selber direkt mitnehmen wollen. Für heute hat die BFU ihre Untersuchungen abgeschlossen. Den Rest erledigen die örtlichen Hilfskräfte.
Für die Ermittlung der Absturzursache ist es sehr wichtig, dass alle Teile geborgen werden. Jedes Detail kann später entscheidend sein. Der Abtransport gestaltet sich schwierig. Schneefall hat wieder eingesetzt. Die Zuwegung ist eng. Nur mit zwei Quads ist die Bergung des Wracks möglich. Vier Wochen später. In dieser Halle auf dem Flugplatz in Braunschweig liegen die Wrackteile der in Deutschland abgestürzten Flugzeuge aus den letzten Jahren. Auch die Aquila A210 wurde hier komplett mit allen gefundenen Trümmerteilen für die Untersuchung ausgebreitet. Neuer Untersuchungsführer ist inzwischen Axel Rokohl. Er ist einer der wenigen BFU-Mitarbeiter, die den verunglückten Piloten nicht persönlich kannten. Alle anderen gelten als befangen. Gerade nimmt er den Motor unter die Lupe. Wie die Zündkontakte aussehen, daran kann man halt sehen, ob eigentlich ein Motor gelaufen ist oder nicht. In dem Fall ist es halt etwas anders als üblich, weil die Zündkerzen nagelneu waren. Die sind gerade reingekommen bei der letzten Kontrolle und sind 30 Minuten in Betrieb gewesen. Und sehen deswegen auch sehr neu aus. Daran kann er es also nicht erkennen. Das Flugzeug war zur Wartung in Osnabrück. Nach 200 Flugstunden musste der Motor überprüft werden. Das ist Vorschrift. Axel Rokohl sucht weiter. An dem Armaturenbrett ist halt ungewöhnlich oder interessant, dass der Hauptschalter und der Batterieschalter auf Off standen. Oder so ist das Armaturenbrett vorgefunden worden an der Unfallstelle. Und dass der Zündschlüssel auf Off stand, also das Zündschloss auf Off stand und der Schlüssel fehlt. Jetzt habe ich gerade mal geguckt, ob der Schlüssel gegebenenfalls abgebrochen im Schloss vorhanden ist. Und das ist er nicht. Das Schloss ist leer. Also der Schlüssel ist anscheinend wirklich aktiv auf Off gedreht und rausgezogen. Ja, es heißt immer, im Falle einer Notlandung das Flugzeug zu sichern. Das heißt, Benzin aus, Strom aus, um eine mögliche Brandgefahr möglichst zu reduzieren. Also das wäre so eine klassische Handlung, wenn man eine Außenlandung machen muss, eine Notlandung machen muss, dass man halt Kraftstoff und Strom ausmacht. Kraftstoff zu, Strom aus. Dafür gibt es noch einen weiteren Hinweis. Ja, der Kraftstoffhahn, der stand an der Unfallstelle auf hinten rechts, das heißt in der Off-Position. Das sieht man auch hier drauf, hier steht Off. Hat der Pilot also noch versucht, seine Maschine notzulanden? Axel Rokohl hat darauf noch keine Antwort. Akribisch geht er vor. Aus vielen kleinen Einzelinformationen ergibt sich irgendwann ein Bild. Also ich habe hier ein Endoskop und mit dem Endoskop kann ich, hier ist eine kleine Kamera drin und eine Lichtquelle und ich kann damit durch die Zündkerzenöffnung in den Zylinder gehen und kann im Zylinder schauen, wie der innen drin aussieht. Da sieht man jetzt das Ventil zum Beispiel. Da in dem Ventil steckt jetzt was drin, das muss man jetzt gucken. So. Axel Rokohl sammelt schon seit 4 Wochen jede Menge Fakten. In vielen Fällen ist ein Absturz leicht zu erklären. Doch dieser Flugunfall ist anders, eine harte Nuss. Ja, es beschäftigt einen, weil man halt eine Lösung sucht. Man sucht im Kopf einen Ablauf der Ereignisse, wie einen Film. Wo hat es begonnen und letztendlich bis zum Unfall. Und man versucht dann eine sinnvolle Reihenfolge der einzelnen Abschnitte. Und in diesem Fall ist es halt ein Puzzle mit vielen Fragen, mit vielen ungewöhnlichen Widersprüchen. Warum hat das Leitwerk hinten gebrannt, wenn dort normalerweise kein Benzin hinkommt? Axel Rokohl versucht, diese Frage zu klären. Der BFU geht es einzig und allein darum, weitere Abstürze zu vermeiden. Finden Sie einen Fehler, der künftig vermieden werden kann, gibt es im Abschlussbericht eine sogenannte Sicherheitsempfehlung. Ja, an dem Flugzeug hat es an mehreren Stellen gebrannt. Das sieht man auf der Zeichnung am besten. Man hat den rechten und den linken Kraftstofftank in den Tragflächen. Es hat halt in den Tankbereichen gebrannt. Es hat vorne am Brandschott gebrannt. Und es hat halt im Leitwerksbereich, im Bereich des Seitenruder, Seitenleitwerk und massiv im Bereich der rechten Höhenruderflosse gebrannt. Fast jeden Tag gehen bei der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig Notrufe ein. Holger Röstl und seine Kollegen sind rund um die Uhr im Einsatz.
Jeder Untersucher hat in seinem Büro so ein Alarmgepäck zu stehen, mit einem Koffer, mit Sicherheitsausrüstung, dann mit einer großen Tasche mit persönlichem Gepäck. Und wenn es dann zum Einsatzfall kommt, dann gehen wir so mit den Koffern hier den Gang runter, setzen uns in unser Dienstfahrzeug und sind unterwegs. Hier im Labor der BFU werden Flugschreiber ausgewertet, mit den Tonaufzeichnungen aus dem Cockpit. Vorgeschrieben sind diese Voice-Recorder aber nur für Flugzeuge ab 12 Sitzplätzen oder ab einem Gewicht von 5,7 Tonnen. Das jetzt Abgestürzte hatte also keinen Flugschreiber. Es können nur GPS oder Funkgeräte überprüft werden, ob eventuell eine Überspannung vorliegt, möglicherweise durch Blitzschlag. BFU-Chef Johann Reuß informiert sich regelmäßig über den Stand der Ermittlungen. Wenn wir beispielsweise hier sehen, diesen Fall in Kommbrügge, da geht es ja schwerpunktmäßig im Augenblick zumindest um die Fragestellung, hat es gebrannt, hat es im Fluge gebrannt oder hat es nach dem Aufschlag gebrannt? Wir haben jetzt nur die Möglichkeit, dass wir diese Informationen aus dem Wrack, aus den Spuren bekommen. Die Untersuchungen dauern hier noch an. Neue Erkenntnisse zur Absturzursache gibt es bisher nicht. Inzwischen wurden auch verschiedene Brandermittler hinzugezogen. Sie alle stehen vor einem Rätsel. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Rohkohl. Guten Tag, Herr Gieser. Hallo. So, und Das ist er, der erste Eindruck. Das ist der Rest, den man hier sieht. Ja. Dietmar Giese ist in ganz Europa als Sachverständiger für Flugzeugabstürze unterwegs. Er arbeitet sowohl für Versicherungen als auch für Gerichte und Staatsanwaltschaften. Für ihn geht es im Gegensatz zur BFU immer nur um die Schuldfrage. Und jetzt haben wir die vier Brandstellen, einmal Leitwerk, einmal Tanks und einmal vorne Brandschutt. Und haben so ein bisschen das Problem, dass wir bisher keine verbindende Zündspur haben. Ja. 250 Flugzeuge stürzen jedes Jahr in Deutschland ab. Die unklaren Fälle landen alle hier, bei den Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Und bisher haben sie immer noch einen Abschlussbericht geschrieben. Doch die einen gehen schneller, die anderen dauern länger. Das ist ja so gesagt das Spannende daran, versuchen nach und nach eine sinnvolle Lösung zu finden, die dann auch bewiesen werden kann, die auch sicher ist. Momentan habe ich die Lösung dafür noch nicht. Axel Rohkohl wird weitersuchen. Nach dem Rätsel der Aquila A210. Die Nachforschungen können in solch schwierigen Fällen bis zu einem Jahr dauern. Noch weiß niemand, was dem Piloten an diesem Freitagnachmittag passiert ist.